Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Fritz und Fertig 3. Im letzten Part haben wir endlich mal den Highscore im Flohzirkus geknackt und waren im Boxring für die Tourmanspiele. Und wir gehen jetzt. Ich hoffe, ihr habt das gut verstanden, die Tourmanspiele. Und wenn es euch interessiert, guckt euch den letzten Part an. Und jetzt gehen wir hier weiter. Hier haben wir also das spanische Eröffnungslabyrinth. Es gibt einen Haufen solcher Labyrinthe. Italienische, englische, französische, russische und noch viele mehr. Aber in einem Punkt gleichen sie sich alle, nämlich darin, dass man sich prima drin verlaufen kann. Ihr ist geboten Vorsicht, ja? Sehr durcheinander gehe in ein spanischer Eröffnungslabyrinth. Falls ihr rauskomme, habe ich Dings da für euch, wie sagt man, Meinst du Kuscheltier? Ja, genau. Eröffnung. War das nicht der Anfang eines Duells, einer Schachpartie oder wie immer man es nennen will? Genau. In der Eröffnung versuchst du, dir eine möglichst gute Ausgangsstellung zu verschaffen. Dafür gibt es ein paar nützliche Tipps. Die kenne ich doch. Zum Beispiel, dass man am Anfang lieber nicht so viele Bauernzüge machen und stattdessen erstmal Läufer und Springer rausstellen soll. Steht alles in meinem Tagebuch, nur falls es jemand nochmal nachlesen will. Und wie geht es jetzt los? Den Anfang des spanischen Eröffnungslabyrinths kann man sich ganz gut merken, denn er ist immer gleich. Der Bauer kümmert sich jetzt um das sogenannte Zentrum. Meistens geht hier später die Post ab und da ist es schlau, wenn man das von Anfang an im Auge behält. Dasselbe gilt natürlich für Lila, denn der will ja schließlich auch gewinnen. So, nun kann man schon mal einen Springer ins Geschehen schicken, denn die sind anfangs besonders wichtig. Praktisch! Der bedroht jetzt den lila Bauern. Weswegen Lila auch schleunigst was zum Schutz desselben unternimmt. Bei der spanischen Eröffnung macht er das ebenfalls mit einem Springerzug. Damit beschützt er den Bauern und bringt sich nebenbei hübsch ins Spiel. So, und das war's auch schon fast. Jetzt fehlt nur noch der Zug, der Spanisch wirklich zu Spanisch macht. Und das ist dieser hier. Aha! Der Läufer kommt ins Spiel und greift den Springer an, der ja den Bauern beschützen muss. Noch wichtiger ist aber, dass der Läufer sozusagen mit einem Röntgenblick auf den lila König schaut. Das kann unangenehm werden, wenn das Spiel weitergeht. Okay, das ist also die Grundstellung des spanischen Eröffnungslabyrinths? Genau, sie sieht immer gleich aus, aber wie es dann weitergeht, kann ganz unterschiedlich sein. Geht doch den Weg zur spanischen Grundstellung jetzt mal selber. Und wenn's nicht klappt? Keine Bange, ich helfe euch. Zuerst wird der Bauer vor dem König zwei Schritte vorangestellt. Mach das mal. Auch Lila zieht seinen Königsbauern zwei Felder vor. Gut, und jetzt greift der rechte Springer ins Geschehen ein. Lila tut's ihm gleich, spiegelbildlich sozusagen. Ja, Spanisch ist auch, glaube ich, die meistgespielte Eröffnung. Der Läufer nimmt nun den gegnerischen König ins Visier und bedroht auch noch den Springer. Na, wie macht er das? Genau, das ist die Grundstellung. Ist ja Pippi. Und wie geht das weiter? Das, liebe Bianca, ist das eigentliche Labyrinth. Diese Grundstellung ist, wie gesagt, im spanischen Eröffnungslabyrinth immer gleich. Von hier aus gibt es viele Möglichkeiten, wie man ziehen kann. Allerdings machen nicht alle gleich viel Sinn und deswegen möchte ich euch mal zwei besonders empfehlenswerte zeigen. Ich nehme an, es dreht sich dabei irgendwie um diesen Kerl hier. Immerhin stellt er ja eine gewisse Bedrohung dar und Lila sollte irgendetwas dagegen unternehmen. So ist es. Der Läufer stört natürlich und Lila möchte ihn am liebsten gleich wieder loswerden. Also bedroht er ihn seinerseits. Jetzt muss der arme Läufer verschwinden, sonst wird er im nächsten Zug geschlagen. Wegziehen, ja, das ist die eine Möglichkeit. Und zwar am besten hierher, weil er dann von hier aus weiterhin den lila König im Blick hat. Aber kann Lila den Läufer jetzt nicht noch weiter vertreiben, nämlich so? Doch, natürlich. Der weiße Läufer hat jetzt seine Wirkung auf den lila König verloren. Aber Lila hat dadurch den Nachteil, dass er gehörige Löcher in seine Bauernreihe bekommen hat. Weiter möchte ich diesen Labyrinthweg auch erstmal gar nicht mit euch gehen. Du hast vorhin doch noch von einer zweiten Variante gesprochen.
Genau, und die kommt jetzt. Also nochmal zurück zur spanischen Grundstellung. Der Bauer bedroht wieder den weißen Läufer. Aber jetzt zieht er nicht weg, sondern schlägt den Springer. Ein Nachteil ist natürlich, dass er jetzt selber geschlagen wird. Aber Springer und Läufer sind ja etwa gleich viel wert, also macht es nicht viel aus. Warum hat denn jetzt ausgerechnet dieser Bauer den Läufer geschlagen? Wäre dieser hier nicht besser gewesen? Ich dachte nämlich, es sei eine Regel, dass Bauern immer besser in Richtung Mitte schlagen. Normalerweise ist das auch ganz richtig so, da man dadurch ja das Zentrum stärkt. Aber keine Regel ohne Ausnahme, vor allem, wenn man einen guten Grund für die Ausnahme hat. Und was wäre das für ein Grund? Der Bauer öffnet den Weg für den lila Läufer, damit der gleich ordentlich mitmischen kann. Ach so, und die Dame hat dann später auch freie Bahn. So ist es. Jetzt gibt es viele Möglichkeiten. Zum Beispiel kann man sich ganz ruhig weiterentwickeln, etwa so. Und von hier aus gibt es dann auch wieder verschiedene Möglichkeiten, wie es weitergehen kann. Aber die könnt ihr euch ja im Labyrinth genauer anschauen. So, und was sollen wir jetzt machen? Ihr sollt euch nun euren Weg durchs Labyrinth alleine suchen. Manche Durchgänge sind empfehlenswert und manche ausgemachter Käse. Ach, und das erkennen wir wohl daran, ob ein Plus oder ein Minus daneben steht. So ist es. Ihr könnt euch also in aller Ruhe euren nächsten Schritt überlegen. Wenn ihr euch entschieden habt, klickt ihr auf den Zug, der euch am besten gefällt. Merkt euch die Sache und denkt über euren nächsten Schritt nach. Und wann purzeln wir dann zum Ausgang raus? Das ist eure eigene Entscheidung. Wenn ihr einen Weg gefunden habt, der euch gefällt und den ihr euch gut merken könnt, dann legt ihr diesen Edelstein ab, indem ihr darauf klickt. Ach so, und dann gehen wir den ganzen Weg noch einmal, um ihn wieder aufzulesen. Immerhin ist so ein Edelstein zu wertvoll, um ihn liegen zu lassen. Richtig. Jedoch müsst ihr euren Weg beim zweiten Mal durch ganz normales Ziehen wiederfinden. Je länger er ist, desto mehr Punkte bekommt ihr dafür. Aber wenn ich euch einen Tipp geben darf, fangt erst mal mit kurzen Wegen an und steigert euch dann Schritt für Schritt. Okay, mich interessiert jetzt eigentlich Springer D4. Am meisten. Okay, nehmen wir mal den obersten einfach. Und jetzt Rochade. Du weißt auch, dass du kannst machen stoppen, wenn du wollen. Will ich du aber musst noch nicht. Nur drücken auf Edelstein an den Rand, dann du kommst raus und kannst gehen Weg noch einmal. Sehr interessant. Dame H5. Ja, also hier könnt ihr euch eigentlich selber zurechtfinden. Ich will jetzt nur eine Variante mal machen. Okay, machen wir mal einen Edelstein hier hin und... So, der Edelstein wäre abgelegt. Muy bien. Jetzt, ihr könnt klicken auf Spurhund und gehen die Weg noch einmal und finden Edelstein wieder. Für jeden Zug, den ihr macht, richtig, es gibt Punkte. Und die gehen nie mehr weg. Ihr sie behalten ganze Leben lang. Praktisch. Aber wenn wir gerade mal keine Lust mehr auf das Labyrinth haben und einfach nur Schach spielen wollen? Das geht auch. Wenn du klicken auf Fred, dann ihr könnt spielen Partie zu Ende. Und zwar gegen mich persönlich. Da habe ich gleich eine Idee. Wissen, wie geht? Du geh den Weg von gerade jetzt noch einmal, bis du finden wieder dein Edelstein sinne. Aber diesmal ziehen wir mit den Figuren. Und sacken dafür tonnenweise Punkte ein. Aber nur, wenn ihr es ohne Hilfe schafft. Muy bien, super! Du bist es angefunden, richtige Wege! Und jetzt? Wie können wir weitermachen? Wie du wollen.
Du kannst dich hier wieder hinlegen, Edelstein, und gehen die gleiche Weg noch einmal und machen viele so ne Punkte, oder du kannst spielen von hier aus ganz normal weiter. Können wir uns auch weiterklicken und das Steinchen woanders hinlegen? Und noch machen viel mehr Punkte. Sie, sie, nix Probleme, ja? Und wenn uns der alte Weg total langweilig ist und wir mal einen völlig neuen ausprobieren wollen? Dann du kannst wieder klicken auf Bimmelgloxen und suchen einen ganz neuen Weg durch spanische Eröffnungslabyrinthe. Ja, okay, aber das überlasse ich euch. Da wollen wir jetzt nicht viel weiter mitmachen. Nun, da ist eindeutig noch mehr drin. Aber meinetwegen kommt später nochmal. Denkt an das Kuscheltier. Ach so, ja, okay. Muy bien. Sehr gut. Zu Glucke, ihr habt wiedergefunden heraus aus der spanischen Eröffnungslabyrinthe. War ja gar nicht schwer. Wir brauchen noch das Kuscheltier. So, dann sucht euch mal einen Zug aus. Wir spielen jetzt mal gegen ihn. Und zwar... Keine Ahnung, irgendein Quatsch. Ich finde gut, wenn er für uns die Stellung öffnet. So, und die spielen wir jetzt. Hör, was mit Schwarz und nicht? Nächstes Mal geht sicher anders aus. So, und jetzt ziehen wir wieder ganz normal, bis wir den Edelstein wieder gefunden haben. Muy bien. Jetzt ist es gut für die Kuscheldings, Kuscheltier. Sí, sí. Hasta la vista. Wie schön. König Rösselsprung und sein neues Kuschelpferdchen. Kennt ihr eigentlich schon diesen Spruch? Das Pferd, das hat vier Beine dran, damit es besser laufen kann. Es läuft von rechts damit nach links und vorne wiehert's und hinten stinkt's. Aha. Spanische Eröffnungslabyrinthe ist sehr kompliziert. Ich kenne einige, wo sind verhungert. Wir aber nicht. Hauen ab. Hier hast du deine Geisterbahn, Bianca. Super. Und wem gehört die Tussi da? Die gehört sich selber. Das ist nämlich eine Hellseherin. Okay, Geisterbahn. Wuhu, Geisterbahn! Wenn der glaubt, wir haben Angst, dann hat er sich aber geschnitten, was, Fritz? Nein, ja. Was tut man nicht alles für ein Kuscheltier? Nein! Yippie! Lasse! Mama!
euch also doch reingetraut? Das war euer Fehler, denn hier kommt ihr nicht vorbei, sonst bekommt ihr es mit den verlorenen Seelen zu tun. Huhu, huhuhu, da sind sie auch schon. Hilfe, Gespenster. Ach, stell dich doch nicht so an, du Lusche. Sie werden euch jetzt ein kleines Gespensterballett vorführen. Huch, wo sind die denn jetzt hin? Tja, so sind Gespenster eben. Sie verflüchtigen sich schnell im Nichts. Drum merkt euch genau, wer wohin geflogen ist. Sonst seid ihr verloren. Und wann geht's los? Klick auf den Knochen und lass die verlorenen Seelen an dir vorüberziehen. Wenn du ihr Treiben noch einmal beobachten willst, dann klick auf nochmal. Ihr müsst euch alles genau merken, denn am Ende wird euch eine unlösbare Aufgabe gestellt, die es zu lösen gilt. Und wie lautet die? Schachmatt im nächsten Zug. Das ist die Aufgabe. Und wenn wir was Falsches ziehen? Dann zeigen sich euch die mitleidigen Gespenster noch ein einziges Mal. Aber das gibt natürlich weniger Punkte. Und wenn ihr euch dann nochmal vertut, zeigen sie euch sogar ihr wahres Gesicht. Aber dann gibt es für den letzten Zug nur noch einen lächerlichen, hoffnungslosen Trostpunkt. Naja, Punkte hin oder her, irgendwie werden wir das schon schaffen. Dann klickt auf den Knochen, wenn ihr euch traut. Was für ein Freak. Und jetzt? Ja, mach weiter. Und jetzt die große, unlösbare Frage. Ziehe den nächsten Zug, damit die andere Mannschaft schachmatt ist. Wer ist denn überhaupt dran? Das kannst du an der Seite sehen. Nanu, schachmatt? Wie habt ihr das denn herausbekommen? Männliche Intuition. Und weibliche. Mama! Nein! Hilfe! Halt! Schon wieder der Klapper, Heini. Genau! Klick dich durch und finde dann den letzten Zug. Stimmt, Schäfermatt. Ja, Dame F3. Ja. Und E5. Wo ist hier ein Mattzug verborgen? Hey! Diese Aufgabe war unlösbar! Jetzt ist sie's nicht mehr. Mama! Nein! Hilfe! Wahnsinn! Da bin ich wieder! Und jetzt zeigt mir den letzten vernichtenden Mattzug. Schachmatt, verflixt, das war richtig.
Mama! Halt! Hier kommt ihr nicht vorbei! Schachmatz im nächsten Zug. Wie geht's? Donnerwetter! Ihr habt's tatsächlich noch geschafft. Schachmatt! Was anderes erwartet? Das war ein Freak, dieses Skelett. Nein! Mama! Yippie! Uah! Klasse! Mama! Yippie! Uah! Und wieder eine Aufgabe. Noch ein Zug und das Gespensterballett ist zu Ende. Wie geht er? Oh, ihr habt alle unlösbaren Aufgaben gelöst. Oh. Dann bekommt ihr eben ein Kuscheltier, wenn es unbedingt sein muss. Klar muss das sein. Mann, oh Mann, zu diesem Knochenmann hätte ich mich nicht reingetaut. Irgendwie nicht mein Fall, so dürr wie der ist. Jedenfalls habt ihr König Silberlock eine Riesenfreude gemacht. Yippie! Hilfe! Wahnsinn! Nein! Mama! Nein! Endstation! Ich dachte, wir haben alle. Ziehe den nächsten Zug, damit die andere Mannschaft schachmatt ist. Klapper, Heini, gib zu, dass es richtig war. Och, tatsächlich, Schachmatt. Nein. Yippie! Mama! Nein. Yippie! Ja, diesmal kommt ihr mir nicht so leicht davon. Ich glaube, es ist wieder soweit für die große, unlösbare Frage. Genau! Schon wieder Schäfermatt. Nanu, wie habt ihr denn das noch hingebogen? Mit allerhand Schlauheit im Kopf, du Klapperheini. Klasse! Mama! Nein! Hier kommt ihr nicht weiter. Ja, machen wir eine Aufgabe noch. Karukan.
Ah, okay, das macht das kenne ich. So, Springer spielt, jetzt kommt Springer D7. Ja. Jetzt kommt Springer G5, soweit ich weiß. Ah, nee. Da, genau, Dame E2. Und jetzt droht ja Springer D6 matt. Genau, und deswegen darf man den nicht spielen. Wo ist hier ein Mattzug verborgen? Och, Schachmatt? Da machen wir die 100 Punkte noch voll. Mama! Nein! Hilfe! Wahnsinn! Halt! Warum muss ich das jetzt nochmal machen? Und jetzt zeigt mir den letzten vernichtenden Mattzug. Habe ich doch schon. Donnerwetter! Juhu! Nein! Klasse! Wow! Juhu! Mama! Da bin ich wieder! Ich weiß schon, Läufer F7 wird sein. Ja, jetzt Läufer F7. Schachmatt im nächsten Zug. Wie geht's? Aus der Bahn! Nein! Mama! Yippie! Wow. Klasse! Mama! Halt! Hier kommt ihr nicht vorbei! Also wir gucken uns noch an, aber ich werde den Zug dann nicht mehr ausführen. Schon wieder Karo-Kann. Eine andere Zugreihenfolge, ja und? D4? Ja, eine andere Zugreihenfolge. Ja, Springer D6 ist es wieder. Noch ein Zug und das Gespensterballett ist zu Ende. Wie geht er? Halt, halt, komm zurück! So war das nicht gedacht, dass ihr hier nochmal rauskommt. Bin ich froh, dass wir da wieder draußen sind. Also, ich fand's super. Okay, ich hoffe, euch hat der Part gefallen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.